Jo Leute, willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch eine Baureihe vor, ihr seht es schon leicht hier, eine Baureihe vor, die meistgebaute Baureihe von Mercedes-Benz. Insgesamt 2,7 Millionen Stück wurden von dieser Baureihe gebaut und diesen schauen wir uns heute an. Es geht um den 123er, also Mercedes-Benz W123. Diesen schauen wir uns an nach dem Trolley-Modus. Bis gleich. Ich nerv euch die ganze Zeit. Jedes Video werde ich euch nerven, bis auch der Letzte verstanden hat. Wenn euch die Videos gefallen, mein Kanal gefällt, unterstützt mich dabei, abonniert meinen Kanal und lasst mir ein Like da, kommentiert es. Legen wir jetzt los. Bis gleich. Hier steht das Fahrzeug. Mercedes-Benz W123. Baujahr 83 als 200er Vergaser mit 93 PS. Wirklich, das Fahrzeug wurde 10 Jahre lang, es ist ein Vater-Sohn-Projekt, wurde das wirklich mühevoll aufgebaut, komplett restauriert. Ich zeige euch nachher auch den Unterboden. Wirklich, es ist den sehr, sehr gut gelungen. Wir werden jetzt uns gleich auch den Innenraum anschauen. Also das Fahrzeug, so wie es da steht, mit den originalen Felgen und allem drum und dran. Wirklich, ja, schön anzusehen. Und wenn man dann so von dem Besitzer hört, ja, wie viel Zeit und investiert wurde und welche einzelnen Teile alles ersetzt wurde. Wie gesagt, schon im Intro erwähnt, 2,7 Millionen Stück wurden davon gebaut. Verrückt, ne? Also meistgebaute Mercedes-Benz-Baureihe. Hier seht ihr sie. Genau. So, ich würde sagen, wir schauen uns das Fahrzeug von drin an. Ja, uiuiui. Ja, man sieht, viel Ausstattung ist nicht drin, also elektrische Schwenkzelle oder ähnliches. Es ist eine Buchhalterausstattung, so heißt das. Es ist wirklich fast keine Ausstattung drin, es ist ein Schaltgetriebe. Und ja, hier die elektrische Antenne, das ist immer ganz wichtig. Die gehört zu der Ausstattung zu, dass die elektrisch rausfährt. Und wir setzen uns mal rein in das Fahrzeug und dann gucken wir, wie das aussieht hier drin. Ah. Eieiei. Im Fahrzeug angekommen. Ja, also ich habe gut Platz und es ist wirklich diese Federkernsitze setzen sich wirklich sehr bequem. Das will der Besitzer noch etwas aufpolstern lassen und schaut euch mal den Innenraum ein. Also wirklich, da ist alles wirklich gemacht worden. Auch das Holz, guckt euch das an, wie das strahlt. Da sind keine Risse oder ähnliches drinnen. Guckt euch, wie viel Zeit und Liebe hier reingeflossen ist, liebe Freunde. Einfach unglaublich. Wie gesagt, liebe Grüße an den Besitzer, an den Vater und Sohn für die mühevolle Restauration und die Werterhaltung vom Fahrzeug oder quasi die Aufwertung vom Fahrzeug dann. Also wirklich, sieht schön aus, genau. Hier das Lenkrad, ähnlich wie im 126er, kein Drehzahlmesser, da ist dafür die Uhr da, ne? Das Tacho, wirklich, sieht schön aus. Das Einzige, was hier noch gemacht werden muss, ist natürlich das Armaturenbrett. Das will der Besitzer demnächst noch wechseln und machen. Er hat eine originale blaue Farbe, so wie es hier ist, da, und die wird er auch dann noch ändern. Was haben wir hier? Viele Schalter gibt es nicht. Ja, ist wirklich Schalter, originales Radio noch drin, ja, Lichtregulierung, Höhenregulierung und die Heizung hinten. Und ja, seht euch auch hier oben das Blaue, sieht wirklich schön aus. Auch der Innenraum ist wirklich sehr, sehr gepflegt. Also hier ist wirklich viel Liebe reingeflossen. Ja, schauen wir uns das Fahrzeug im Front an. Ja, also ich muss auch gestehen, es ist wirklich eine schöne Leidenschaft und eine schöne Sache, das anzuschauen, wenn man weiß, wenn man das über Generationen geht, Vater-Sohn-Projekt, wirklich, das ist wirklich sehr schön anzuschauen, wenn sich gemeinsam quasi auch diese Hingabe für die Fahrzeuge mit auf die andere Generation überträgt. Ja, das feiere ich sehr und es ist egal welche, ob das ein Mercedes, BMW oder ist, ne? Aber das finde ich wirklich in gemeinschaftlichem Projekt. Es ist wirklich wunderschön. Natürlich hat der Sohn nicht 10 Jahre mitgemacht, sondern der Vater hat das Fahrzeug gekauft und hat dann quasi
Und dann, wenn der, wo der Sohn älter geworden ist und Interesse geweckt hat für Fahrzeuge, dann natürlich mit angefangen und dann noch die Details gemacht. So, der Innenraum, ja, Aschenbecher, wie gesagt, manuelle Fensterheber und aber guckt euch das mal an. Also wirklich vom Zustand her wirklich schön, da ist ja nicht ein Fleck irgendwo. Und die Mitarmlehne, das Wuchtige, den Kofferraum mal anschauen. Ja, guckt euch das mal an. Ne? Hier sind noch verschiedene Bücher, so wird es gemacht, von Klasik Bücher. Die sind eigentlich immer sehr hilfreich, viele Details drin, feiere ich sehr. Und natürlich auch der große Kofferraum. Ich muss sagen, die alten Fahrzeuge, die haben immer so einen geilen großen Kofferraum, wo nichts verbaut ist und nichts gemacht ist. Natürlich durch den ganzen neuen Elektronik, ja, brauchen sie auch den Platz und schieben das alles in den Kofferraum rein. Aber ich finde das Urige einfach, ja, das gefällt mir wirklich sehr. Natürlich wieder mit dem Mercedes-Benz Dreieck hier oben im Kofferraumdecke. Und aber schaut euch das mal an, der Zustand ist ja unfassbar schön und unglaublich gut. Haben sie wirklich gut restauriert. Ja, ich würde vorschlagen, wir schauen uns jetzt noch den Motorraum an und dann bücke ich mich mal drunter, lege mich mal drunter und zeige euch mal den Unterboden vom Fahrzeug. Das ist wirklich unfassbar. Ich habe Platz genommen im Fong und ich kann euch sagen, ich würde es euch gerne wirklich, aber das kann ich euch nicht wiedergeben, wie bequem man hier auf der Rücksitzbank sitzt und wirklich auch dir, dass die Armlehne auf einer super Höhe ist, dass man wirklich hier bequem sitzen kann. Und ja, also ich feiere das extrem, dass wirklich so viel Arbeit investiert wurde, um das die Fahrzeuge zu erhalten. Und wenn man natürlich die Silhouette hier nach vorne guckt, sieht das wirklich von außen blau, von innen blau. Sieht wirklich schön aus und gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, natürlich mit dem Kopffreiheit ist es nicht so gegeben, aber nicht so wild. Ist ein Oldtimer und es ist einfach, ja, toll. Hier das Triebwerk wollte ich auf jeden Fall zeigen. Es ist, auch der Besitzer hatte eben gesagt, ne, dass du quasi wirklich überall sehr gut rankommst. Das sind 2 Liter Vergaser, wie schon erwähnt. 93 PS, einfach schön, originale Mercedes-Batterie. Ne, und hat er auch gesagt, dass du kommst überall sehr gut dran, ne, wenn du jetzt die Lichter wechseln musst oder am Motor was machen musst, kommst du sehr gut bei oder auswechseln musst. Oder hier das Scheibenwischwasser kann man sich rausnehmen, kommt man gut dran. Auch hier das Detail, dass der Kühler neu ist. Ja, also da hier ist wirklich viel, viel Liebe reingeflossen. Ich freue mich auf die Probefahrt und bin gespannt, wie sich das Fahrzeug fährt. So, ich knetsch mich mal drunter und das wollte ich euch zeigen, wie viel wirklich Herzblut hier reingeflossen ist. Schaut euch mal den Unterboden an. Also da ist ja wirklich alles ordentlich gemacht worden. Hier sieht man es auch, die Achsen, Auspuff natürlich, ne? Und der ganze Unterboden. Tja, also ich kriege noch mal ein Stückchen drunter und wie ordentlich alles versiegelt wurde. Bremsen wurden neu gemacht und wirklich alles im super Zustand. Und ja, also wirklich viel, viel Respekt an die Besitzer, an Vater und Sohn für die tolle Mühe und Arbeit, die sie sich hier gemacht haben. Also, ja, kann man wirklich nur sehr stolz drauf sein. Oh, geil, Alter. Also muss ich sagen, feiere ich sehr. Oh, geil. Dieses Klacken, also ich, ey, wirklich, oder? Richtig geil, ne? Ja, Freunde, hier befinden wir uns auch schon drinnen in dem wirklich wunderschönen restaurierten Fahrzeug. Und wir machen jetzt mal die Probefahrt. Ich starte mal. Warte, so, mach mal das Radio aus. Läuft der? Ja. So leise ist der? Mhm. Echt, ja? Ich höre gar nichts. Also wirklich, warte, ich mache noch die Lüftung aus. Also man sitzt hier drinnen, Leute. Ich muss jetzt auch den Besitzer nochmal fragen, ob das Fahrzeug überhaupt an ist, weil das so laufruhig ist und gar keine Geräusche. Also der tuckert vor sich hin und Wahnsinn. Also ich bin echt begeistert. Wie gesagt, jetzt gucken wir mal. Oh. Mercedes-Benz als Schalter
Das gab es, glaube ich, noch nicht in den Videos. Ich kann mich nicht erinnern, dass es einer ein Scheiter war. Feiere ich aber extrem geil. Und ja, man sitzt hier extrem geil hier drinnen. Auch wirklich mit dem Federkern. Es quietscht und knarkst hier. Und das ist wirklich ein wunderschönes Gefühl, so ein Fahrzeug zu bewegen. Und auch diese, also einfach dieses Klassische, was man hier drin hat. Also das ist wirklich... Ey, wirklich, ich komme aus dem Lachen nicht mehr raus. Ne? Da sitzt man hier drinnen, schaut nach vorne und dann der Stern. Und dann wirklich, also ich habe hier ordentlich Freiheit zum Himmel hin. Und es ist wirklich ein schönes Erlebnis. Vielen, vielen Dank an den Besitzer, an Vater und Sohn für das schöne Erlebnis, dass ich das erleben darf. Es ist wirklich mir eine Ehre. Jungs, habt ihr wirklich sehr gut gemacht. Ja, Grüße gehen raus in diesem Sinne. Auch jetzt nochmal mit dem Besitzer gesprochen. Also es ist wirklich dieses Gequietsche und die Sitze. Natürlich müssen die Sitze noch ein bisschen aufgepolstert werden, aber das gehört dazu. Und wenn man so, also wirklich, man kann das Fahrzeug auch im Alltag bewegen, ja. Und ich auch natürlich mit dem Besitzer jetzt gerade gesprochen. Er hat ja mehrere Mercedes-Benz Fahrzeuge und er fährt die auch im Alltag, ja. Und dann sagt er sich auch einfach, ey, ehe die Fahrzeuge sich kaputt stehen, setze ich mich rein, fahre mal eine Woche. Die Fahrzeuge müssen bewegt werden, fahre mal eine Woche auf Arbeit, um einfach die Fahrzeuge zu bewegen. Und genau dieser Meinung bin ich auch und finde das auch richtig. Weil und deswegen habe ich zum Beispiel keine 5 Fahrzeuge. Ne? Gut, kann ich mir eh nicht leisten, aber ich meine, das ist einfach... Ja, ich finde das schön, wenn die Fahrzeuge bewegt werden und wenn du so ein Fahrzeug einfach... im Alltag bewegst und dass die einfach laufen. Und wie gesagt, auch mit dem Besitzer gesprochen, ja, damals haben sich die Leute auch nicht gedacht, als sie zum Beispiel hier 1983 das Fahrzeug gekauft haben, ah, naja, darfst du nicht fahren und ich habe Angst und ähnliches und oh, du investierst so viel Geld und Mühe hier rein und es ist viel zu schade, dass du fährst. Ja, aber man will, wie gesagt, auch der Besitzer hat auch gesagt, ja, man will dem quasi ein zweites Leben verwirklichen im Sinne von, ja, okay, dann investiere ich Geld, dann repariere ich alles und dann ist das Fahrzeug auch fit, ne? Und dann, warum soll ich das nicht fahren? Ja, wozu soll ich das dann machen? Ja, da, der steht auch gut, der AMG GT als Camouflage, steht auch wirklich schön da, naja. Und wir sitzen hier im 123er und lächeln hier dahin und gleiten hier auf der Straße im schönen Handschalter, es macht echt Laune und geil, es ist wirklich ein schönes Erlebnis. Wie gesagt, der Besitzer war auch schon bei vielen Mercedes-Benz-Treffen deutschlandweit. Hat er auch selber gesagt, es ist nicht so, dass es quasi von sich selber sagt, ich habe das schönste Fahrzeug, sondern es ist einfach so, dass es zu wenige 123er gibt in so einem Zustand, komplett rostfrei, komplett, wo nichts mehr zu machen muss. Also glaube ich, außer die Kleinigkeiten, der Armaturenbrett, was ich euch schon gesagt habe. Aber so rosttechnisch, ne? Man fährt aufs Treffen, sieht da, ah, das sind auch 123er. Von außen sehen die gut aus. Aber dann merkt man, ja, da blüht es ein bisschen, hier ist ein bisschen was abblättert. Und ja, also auch vom Fahrgefühl, wirklich, ich habe ordentlich Platz. Ja, natürlich hinter mir kann keiner mehr sitzen, aber ist auch nicht wild. Aber wirklich so zum Schalten finde ich es gar nicht so verkehrt, die Viergang-Schaltgetriebe. Und ich muss euch sagen, ja, okay, 94 PS, geht gut, reicht völlig aus. Mit dem Fahrzeug will ich gar nicht keine Kickdowns machen oder ähnliches. Ja, man soll es einfach gediegen fahren und schön dahin gleiten und cruisen. Ja, genau. Was haltet ihr vom 123er? Wie gefällt euch die Baureihe? Habt ihr selber einen 123er? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns jetzt gleich im Outro wieder. Bis gleich. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, die Vorstellung von diesem Fahrzeug. Ich will mich noch recht herzlich beim Besitzer bedanken und beim Vater vom Besitzer. Liebe Grüße gehen raus. Vielen, vielen Dank für das schöne Projekt und dass ich das Fahrzeug vorstellen durfte. Genau, wie gesagt, der Besitzer... Ich blende euch nochmal durch in die Beschreibung rein, hat selber noch ein paar Fahrzeuge. Hier hat er sein Instagram-Name, checkt das aus. Er hat viele verschiedene Fahrzeuge vom Mercedes-Benz-Hersteller. Genau, ebenso auch die Sternflotte Halle. Genau,
Die haben auch einen YouTube-Kanal. Das werde ich euch unten in die Beschreibung rein verlinken. Vielen, vielen Dank. Liebe Grüße an die Jungs. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.